So, also wir werden jetzt mit dem Trapper auf Prestige 3 gehen. Wir hatten es eh schon lange vor und werden es jetzt machen. Wir haben genügend, also wir haben nicht genügend Blutpunkte, aber es sind ja genug. Beim Trapper braucht man ja sowieso nichts. So, und bevor wir jetzt unser Blutnetz machen, schauen wir uns mal kurz die Klamotten an. Gehen wir mal kurz zurück. So, so und so. Also, Prestige 1 ist das da. Ich blende mich mal aus. Prestige 1 ist die Machete, dieses blutige Hackbeil. Prestige Nummer 2, ja, der blutige Evan. Ist ganz einfach die blutige Maske. Nicht so aufregend. Aber jetzt, Prestige Nummer 3, ist endlich hier dieses üble Outfit. Also, das sieht schon mega geil aus. Das finde ich schon richtig Hammer. Auch wenn es nicht so unbedingt wie Blut aussieht, sondern eher wie ein bisschen Tomatensoße. Aber jeder so, wie er will. Und dann schauen wir mal, was das Blutnetz für uns hat. Viel gibt es ja nicht. Und die Perks sind auch nicht gut. Aber hey, Hauptsache gut aussehen. Ja, wie im Real Life. Egal, was man macht, Hauptsache gut aussehen. Das habe ich von Germany's Next Topmodel gelernt. Das ist alles, was zählt. Das nächste Perk gibt es ja erst auf Level 5. Dunny schaut zu. Hey Dunny. Oh Mann. Wahrscheinlich kriegen wir nicht einen Perk, der was taugt. Obwohl doch, wir sind jetzt auf Level 5. Zermürbende Präsenz. Oh mein Gott, ich breche ab. Wow, schön viel Pech. Verstört, Mann. Verstört ist momentan echt sinnlos wegen Borrowed Time. Aber gut, wir haben's. Oh mein Gott, ich dachte die ganze Zeit, dass man das blutige Gesicht mit Prestige 3 bekommt beim Killer. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich ja Prestige 2 gemacht, bis ich gemerkt habe, shit, Prestige 2 ist doch nur die Drecksmaske. Ja. Okay. Na gut, also das war's. Wir haben ihn schnell gelevelt mit 100.000 Blutpunkten. Ist ja nicht viel. Aber wir haben es getan. Ja, Hauptsache gut aussehen, wie wir ja gesagt haben. Hauptsache wir sehen schick aus. Und das tun wir jetzt. Jetzt hat jeder Angst vor uns. Aber wir werden dann doch wahrscheinlich diese wie heißt die? Roshi-Maske? Roshi-Maske. Ja, werden Nöte mit einpacken. Und dann auch noch eine Trap unterm Hook setzen. Und dann natürlich auch noch Soft Patrollen. Dann sind wir ein echter Trapper. Alles andere sieht irgendwie doof aus. Aber na gut. Oh Gott, das sieht aus, als hätte er so. Das ist so eine richtige Gesichtsgrätsche. So wie wenn er gerade, keine Ahnung, sein Gesicht voll gegen die Wand gefahren hätte. Aber gut, jeder so wie er es mag. Ja, das sieht doch am besten aus. Jetzt sind wir Prestige 3 ohne wirklich gute Perks. Aber damit die Leute über uns sagen können, schau an, der ist Prestige 3 und kann nix. So weit sind wir jetzt schon. Sehr schön. Das wird viel Spaß machen. Also da werden wir jetzt viele schöne gemeinsame Stunden haben, um den guten Trapperino zu leveln.